Dann machen wir mal A1. Man kann, glaube ich, hier mit dem den ersten Punkt machen, mit Rechtsklick. Und mit dem Schwarzpulver setzt man den zweiten Punkt mit Rechtsklick. Und dann verbindet sich das so. Und wenn ich jetzt hier dann auch nochmal einen Rechtsklick mache, also der erste Punkt, der bleibt natürlich, weil ich nur noch das Gunpowder nehme. Und jetzt kann man hier quasi mit Glück und Talent ein Dornen quasi aus dem Boden wachsen lassen, ohne viel Mühe. Hauptsache, es sieht so leicht rund aus. Da muss man allerdings ein bisschen gucken, dass es nirgends Löcher gibt, wie hier. Denn das sieht dann wieder blöd aus. Und, Der ist zwar hohl und da spawnen zwar Mobs drin, die ein bisschen rummimösern, aber naja. It's worth it! Worth it! So, und das machst du am besten auch gleich mal. Damit wir hier so ein bisschen Schroffigkeit haben. Schroffigkeit. Und die Felsen. Moment, so. Nochmal für die Doofen. Ich habe jetzt ein Pfeil und Gunpowder im Gepäck. Hm? So, was nehme ich in die Hand? Erstmal den Pfeil. Dann suchst du dir eine Stelle aus, wo du die Spitze haben möchtest. Ich gehe dann immer mit World Editor, kann man ab 1 machen. Dann steht man auf so einem doofen Schnitzel hier, auf so einem Glaspane, Glasblock. Und da machst du dann Rechtsklick mit dem Pfeil drauf. Ich brauche den Befehl noch. /BL. BL, einfach. Den hast du mir noch erzählt. Oh, und jetzt Rechtsklick. Rechtsklick oder mit dem Pfeil. Alles Rechtsklick. Und jetzt Gunpowder an den Stellen, wo zu dem Punkt 2 immer gehen soll. Und dann kann man hier so. Ne, jetzt. Ich brauche noch Material oder so, weil es ist jetzt einfach. /V. Das kennst du ja. Das Material kannst du mit /V ändern. /V 1. Das hat sich jetzt natürlich schon geändert. 3. Ja, genau. Ah, okay. Wow! So sieht das Ganze jetzt aus, wenn wir natürlich ein paar mehr dieser Dornen, oder wie man diese Sachen auch nennt, gebastelt hat. Danach haben wir ein bisschen die Dornen mit einem Liftbrush noch ein bisschen unebener gemacht, weil es natürlich ein bisschen doof oder ein bisschen zu künstlich aussieht, wenn die gerade, also schnurgerade sind. Daher haben wir das ein bisschen schroffer gemacht. Das Problem ist dabei, da die Teile hoch sind und wir anschließend das ein bisschen gesmoothed haben, kann es sein, dass dann der Smooth durch diese Spitzen gebrochen ist und ein paar Löcher in diese Dornen schießt. Von daher gucken wir gerade. So wie hier bei mir. Hier ist ein Riesenloch. Ich sehe, da. Ja, genau. Das kann aber auch eine geile Höhle sein. So nach dem Motto, die sind halt hohl. Von Natur aus. Ja. Da macht man hier eine schöne Höhle drin. Jetzt kann man mal gucken. Vorne sah das auch noch so ein bisschen komisch aus. Ah ne, das sieht so aus. Machen wir mal so, so, so und so. So, wenn wir das fertig haben, dann müssten wir noch vielleicht so einen kleinen Aufgang machen und dann würde ich sagen, haben wir so viel zu dem Thema. In die Kommentare könnt ihr ja alle mal schreiben, was man gegebenenfalls hier alles für Sachen machen kann. Das ist gar nicht, der Lykos ist wieder da, der hat uns ja, ich habe das glaube ich in einer Vorepisode in dieser Aufnahmesession gesagt, der hat uns hier vorhin, ja, fast 4 Stunden lang, saßen wir da dran, ne, 3 Stunden, komm. 3 Stunden haben wir hier rumgewerkelt und das ist das Ergebnis. Ah, du machst hier eine Höhle. Okay. Ja. Ist das schon eine Treasure Chest? Nee, noch nicht. Dann mach da mal direkt eine. Soll ich mal was reinpacken? Ja, ja. Ganz geheim. Ganz im Geheim. Hier kommt was rein. Und zwar eine Leute. Und ein ihr Leute, ihr müsst dann halt schauen, was da drin ist. Könnt ihr mal vorbeikommen. So. Es ist keine Random Chest, es ist immer dasselbe drin. Mahed los. Ah, guck mal an. Der Mahed schreibt hier gerade los in den Announcer rein. Und zwar dann war es doch heute. Moment, ist das hier? Ist das hier direkt nebenan? Heute ist, ich glaube, Wüstenkessel. Können wir ja gleich nochmal gucken. Ich flieg da mal schon mal hin und guck mal, ob da was los ist. Ja, ich sehe dich ja die ganze Zeit sowieso nicht. Es sieht immer so aus, als würde ich alleine arbeiten und nachher steht dann doch neben mir irgendwas Gutes. Aber ja, hier sind ziemlich viele Leute.
Okay, Likosse schreibt mir ein andermal. Also, der hat jetzt wohl gerade was hier im Wüstenkessel zu tun. Kannst ja mal hier eben kurz Ich wollte noch den Aufgang vor. machen. Den wollten wir ja noch machen. Und zwar mache ich Achso, den Moment. hier. Haha. Fehlstart! Also Fehlstart. heute ist so ein Turnier. Team A gegen Team B oder irgendwie sowas. Ich würde hier hochgehen, oder? Ja. Hier zwischen. Dann mache ich jetzt mal hier ein Melt mit einem ganz kleinen Radius und drücke hier so ein bisschen weg. Und du könntest dann gleich mal mit, ich weiß gar nicht, hast du noch den Scheibenschuss drin? Ah, den habe ich drin. Dass du hier dann mal ein bisschen ordentlicher machst. Okay, das reicht. Sieh, Dann ist man nicht nur doof, sondern auch noch schlecht, oder was? das sieht jetzt natürlich ein bisschen komisch aus, wenn es so kompletter Halbkreis ist. Daher gehe ich hier nochmal rüber. Yay! Okay. Und das sieht mir zu steil aus hier. Wir lassen machen mal Da hier müssen wir. alle zwei. So. So, das schaut gut aus. Gut, 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 gut. That's the shit. That's the shit. Okay, dann würde ich sagen, sind wir hier soweit fertig. Wir können es jetzt mal kurz zeigen. Das hier wird. Wir wissen noch nicht, wie wir es nennen. Das Ödland ist Projektname, obwohl man unter Ödland alles Mögliche verstehen kann. Das wird so ein bisschen, wie gesagt, so ein Gebiet, wo es so ein bisschen apokalyptischer aussieht. Hier geht's runter und dann wird man wahrscheinlich erstmal gar nicht viel sehen, außer das, was ihr jetzt gerade seht. Ich hoffe, das Tote waren so ein paar Bäume, Tipps mit ich bei. kann es nur immer wieder sagen. Genau, der Goran, der wollte so ein paar. Was ist das denn? Ist das eine unsichtbare Spinne? Ja. Guck mal Der an. Goran braucht, oder wir brauchen noch für. Ach so, weil ich ihn angegriffen habe. Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Wir bräuchten demnach noch ein paar Schematics. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns wieder welche zukommen lassen. Und zwar von so verdörrten Bäumen ohne Blätter in dem Fall. Ob 1,64 oder schon 1,7 ist relativ egal. Weil wir in Adrundalpack auch die neuen Log-Sorten nutzen werden. Allerdings, wenn ihr die neuen Log-Typen nutzt, dann schreibt das auch bitte dann in die PN, die uns dann schickt, damit wir die auch erst dann einfügen. Nicht, dass wir auf einmal leere Schematics einfügen, weil die in 1.6.4 noch nicht da sind. Wo ist die Arena? Hier. Ah, guck Da an. ist the Arena, the Arena, the Arena. Da ist der Mahed und der Lycose, das sind die Game Masters. Also, hier auch nochmal ein kleine Werbung. Wir haben hier ja, die Adrudaler Kampfliga. Der Mahed ist da so ein bisschen der Organisator und der hat jetzt hier ein Turnier organisiert, wo jetzt hier in dem Fall Team Verorganisiert-tet. Orange und Team. Naja, ne, gut, Team Orange und Team Grün sind es halt hier in diesem Pott. Team 1 gegen 2. Ich glaube, heute ist der erste Tag. Dann, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann das nächste ist. Ich glaube, morgen ist schon der nächste Kampf. Oder erst am Ah. nächsten Wochenende. Das kann ich nicht so genau sagen. Infos dazu findet man auf jeden Fall in unserem Eventforum im Rathaus von adrundal.de. Und hier geht's ordentlich zur Sache. Jawohl, Jawohlingen, so ist Dann das, so wollen wir ist die das. mal nicht weiter stören. Und du kannst dich mal, ich weiß gar nicht, kannst du dich da mal zu deinem Gebiet porten und dann komme ich nach. Okay, wir sind jetzt hier im Sehe dich verwunschenen nicht, Wald verdammt. oder wie heißt der? Im vergorenen Verlorener Wald Wald. vom Goran. Hier gibt's übrigens. Dafür muss ich übrigens noch ein Live-Map-Icon pixeln. Genau. Und zwar ist ja auch der Sklavenhändler oder wie auch immer man das nennen kann, für die Händler, die man dann später bei uns. Oh, hier habe ich einen. Na, jetzt der Chunk hat gelandet. Okay. Dann geh mal vor und ich folge Ja, unauffällig. ich habe hier meinen Weg absichtlich nicht mit Kies Mach mal deinen ausgelegt, Stöpsel sondern. weg, der bleibt immer stehen und dann fetzt er zu dir rum. Das ist ein bisschen doof. Bam! So, Boom, hier jetzt weg zu diese dir. wunderschöne Höhle, die komplett mit Gras durchwachsen ist und wo hier total der Durchzug herrscht. Ihr seht es hier schon. Wind! Und das finde ich eine richtig schöne Optik. Wenn man hier durchkommt, dann. Ah, Wald, Wald. Und da hinten sieht man schon kleine Ich glaube, Mauerstücke. die Bäume, die
Die hat, glaube ich, auch der Mahed gebaut, kann das ja sein? Ja, Mahed und Winnie 17. Die haben die dann irgendwie gemacht und daraus einen ganzen Wald gebastelt. Habe ich übrigens Post. Hier ist mein Postkasten. Ich habe keine Post. Ist mein Haus. Die legt hier mal rum. Okay, hier der freundliche Waldgeist. Mahnung, Rechnung, Liebesbrief, okay, alles. Und der Goron hat auch wieder einen Turm, doch allerdings ein bisschen über mehrere Bereiche verteilt. Das ist auch mehr so ein Gebäudekomplex fast. Genau, also der Turm, der da hier im Wasser steht, das ist quasi die Insel, die ich kopiert habe oder ausgeschnitten habe vom alten Standort. Das haben wir letztens ja noch gebaut gehabt. Zumindest ein Teil. Bis zum ersten Stock oder so. Ja, ich flieg mal kurz und, rum. Und der ganze Turm ist aber jetzt schon... Ja, komm, lass mal hier... Eigentlich sind wir ja hier, um was zu bauen. Ich wollte nämlich auch einen Baum weiterbauen. Ja, das können wir ja machen. Der passt schon. Aber man sieht hier... Wo kommst du hier die Treppe? Ich flieg gerade um deinen Hauptturm. Ich sehe gerade eine Engelstatue, die eine Fackel hält an deinem Hauptturm. Hier gibt es so obendrauf noch irgendwie so einen Engel, der... oder die in dem Fall... aus ihren Händen schwitzt. Eine unendliche Wasserquelle hat. Und das läuft das dann hier richtig cool am Rand links und rechts und an allen Seiten runter und geht dann hier in diese spacigen Regenrinnen. Und wo der Goran das gebaut hatte, hier mit diesen Spießen, da habe ich schon gesagt, da stand das noch bei mir in der Zitadelle, das sah so abgespaced aus, da dachte ich mir, das sieht ein bisschen zu... ja, keine Ahnung. Stargate, keine Ahnung, baut er wahrscheinlich auch noch rein und dann ist das hier so eine Region von irgendeinem anderen Planeten. So sah das aus. Also, dass es so ein bisschen Tempel von den Predators war oder keine Ahnung. Es sah vollkommen anders aus, als dass es neben der Zitadelle irgendwie harmonisch aussah. Und aus dem Grund ist er hier nochmal umgezogen. Hier ist an den Gebäuden ist übrigens eine Nachricht immer dran, ne? Also in einer Geheimschrift, da steht ungefähr: Verpiss dich, du Scheißpostbote! Hier gibt's nichts zu kaufen! Nicht in den Wald kacken! Und bitte keine Werbung in den Briefkasten werfen! Genau. Liebe Grüße an meine Mutti! Und das ist so quasi hier die ersten vier Zeilen. Hier hast du auch einen Bogen gemacht unter der Treppe. Das war vorher zu übrigens. Finde ich schöner, ja. Ist cool. Aber ich würde sagen, wir gehen mal rein. Leute, die sich das angucken wollen, ich kann mal hier kurz auf F3 drücken. Das sind die Koordinaten. Ist auch auf der Live-Map markiert. Ja, man kann es eigentlich nicht übersehen. Vor allem, wenn man dann in die Industrieansicht, Isometrieansicht geht, dann sollte man es erkennen. Schuhe ausziehen! Und Tür zu. Ich habe keine. So. Was ist hier? Nix. Achtung, Hinweis! Wichtig! Swag! Warum hast du das denn gemacht? Egal. Manchmal sehen Trittplatten etc. bei Türen scheiße aus. Besonders, wenn man halt einen anderen Boden hat als die Trittplatten, wie sie aussehen. Und aus dem Grund möchte der Koran, dass die Türen manuell geöffnet und auch geschlossen werden. Und hier hat er die Tafel der Pein. Leute, die es nicht checken. Die immer durchgehen und jede einzelne Tür auflassen. Was ist hier? Ich habe fast alle, keine Ahnung, täglich mindestens zweimal checke ich hier mal meine Türen. Hier ist eine Zelle. Ist das Gästezimmer oder was? Ja, das ist mein Gästezimmer. Schön, ne? Aber richtig schön hier. Also, man kann hier mit diesen, was im Adrundal-Pack hier mit den Teppichen ist, da kann man richtig schöne Pritschen bauen und so weiter. Er hat hier recht viel mit den verschiedenen Bücherregalen gearbeitet, was, glaube ich, jetzt so das erste Haus ist, was wirklich... Ja gut, die User haben bestimmt mittlerweile auch schon Häuser, die von Beginn an mit diesen Sachen gebaut werden. Das ist ja immer wieder schön, wenn neue Sachen im Texture-Pack sind und dann baut man das halbe Haus wieder um, damit man diese coolen neuen Blöcke hat. So geht's mir zumindest mal bei manchen, wenn ich da immer rumgehe. Rumpelkiste. Ach so, da machst du deinen Loot rein oder was? Komm. Ja, das Zeug, was ich nicht brauche, aber nicht unbedingt. Inventar ich denke, ja, das können jetzt andere brauchen. Hier ist ein Zettel. So, hier habe ich auch eine geheime Botschaft. Was? Wo? Achso. Hier steht Mihawk. Mihawk! Mihawk! So, Mihawk. Hier geht es zu einer halb zerfallenen Baum. Da oben ist der Baum, den du noch machen wolltest. Ja. Daher gehen wir da eher zum Schluss hin. Und jetzt kannst du weiter rumführen. Doch, ich habe die Tür geöffnet, weil ich hier sagen wollte, hier ist ein Heilschrein. Er sieht zwar nicht so aus wie die anderen Heilschreine, aber das ist eigentlich eine große alte, zerfallene Version davon. Geh mal kurz rein. Ich bin ja so erschöpft.
Ist das Wasser grün? Hast du reingepinkelt? Schon ja. Voll verfault hier. Täglich, da. Was soll das an? Das ist ja kein Wasser. Das ist ein Klo, ne? Gibt's so. Urin pur. Hier steht's auch, da steht's auch an der Wand. Der Heilschrein ist gefüllt mit Gorans Abwasser. Urin.